Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Tour von mir. Ja, ich bin heute mal in Kleinziegenfeld unterwegs. Ja, das scheint jetzt hier so eine schöne Landschaft zu sein, die so ein bisschen mit ein paar Felsen sind und geht wieder so ein bisschen durchs Tal. Das Ganze ist heute nur eine ganz kurze und leichte Wanderung, denn ich weiß nicht, wie lange das Wetter hier noch hält. Und da habe ich mir heute gesagt, ich mache mal eine kurze Runde. Und wenn ihr jetzt wieder Lust habt, mich ein bisschen zu begleiten, dann bleibt einfach dran und viel Spaß mit diesem Video. Auch wenn diese Tour heute relativ kurz ist, ich bin schon mal von den Wegen richtig begeistert. Es sind wirklich bis jetzt schon mal tolle Pfade. Ach ja, nach dem ersten Berg hier ist es jetzt richtig schön, wenn jetzt mal so eine kühle, frische Brise hier übers Feld kommt. Ah, ist das heute wieder schwül warm. Wie geil war das denn? Da kommt mir einfach so ein Hase auf dem Weg entgegen und reißt noch nicht mal aus. Also so eine geile Aufnahme habe ich auch noch nie gehabt. Da muss man echt Glück haben. Haltenhock, Aussichtspunkt. Klingt nicht schlecht. Ja, hier kann man wunderbar ins Tal schauen.
Ich erreiche jetzt hier Arnstein, also ein kleines Örtchen. Gehe ich jetzt bloß ein bisschen schnell durch und mal sehen, wo es dann weitergeht. Ja, jetzt geht es hier zum Göttler Grund. Klingt schon mal interessant, zumindest sieht der Weg hier so aus. Geht nämlich jetzt hier durchs Gebüsch. Also ich bin heute von diesen Wegen wirklich relativ sehr gut begeistert. Jetzt dieser schmale Pfad kann es einen wieder richtig antun. Und selbst die anderen Wege waren ja heute nicht schlecht. Ja, diese Brücke sieht jetzt nicht mehr sehr vielversprechend aus. Ich hoffe, dass er noch hält. Ich würde sagen, Göttler Grund erreicht. Jetzt geht es erstmal hier so ein bisschen den breiten Weg weiter. Ja, es ist ein schönes Tal hier. Kann man ganz angenehm laufen. Gefällt mir schon wieder. Ich bin jetzt hier an der Weihersmühle vorbeigelaufen und von da geht es jetzt wieder in so ein kleines Tal. Jetzt sind es noch 2,5 Kilometer bis zum Auto, also ganz locker und entspannt. Dieses kleine Sumpfgebiet war jetzt wirklich noch mal ein richtiger Augenschmaus. Also das ist jetzt noch mal zum Schluss wirklich ein gutes Highlight gewesen. Meine Tour durch das kleine Ziegenfelder Tal geht jetzt wieder zu Ende. Ja, das war wirklich so eine kleine, feine Tour. Also es hat mir wirklich gefallen. Also wirklich nicht sehr lang, wirklich sehr entspannt. Und Höhenmeter gab es jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Ein paar waren dabei, aber hielt sich wirklich in Grenzen. Also wirklich eine Tour zum Erholen. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss!